Also wir haben ja angefangen eigentlich mit der Postkunde. Jetzt kommt eigentlich die Landwirtschaft an die Reihe, symbolisiert durch einen Bauernwagen. In der Landwirtschaft hat die Füchse natürlich viele Funktionen. Sei das für den Ackerbau, indem sie eben mal pflügen, eggen, alle Tätigkeiten, die es da gibt, hat man natürlich früher mit Füchsen gemacht. Oder eben halt auch mit Ochsen, je nachdem, was der Bauer hatte. Und genauso hing eben halt auch, wenn es mal irgendwas zu fahren gab, im Fuhrwerk, hing natürlich dann der Fuchs oder zwei Füchse in dem Fall davor. So, jetzt gibt es da natürlich eine Menge Tätigkeiten im Bereich der Landwirtschaft, eine Menge Dinge, die es auch zu transportieren gibt. Die Forstwirtschaft mit dem Langholzfuhrwerk, was ja dann zum Schluss nochmal kommt, da wird gerade angespannt, das gehört ja auch noch zum Bereich der Landwirtschaft dazu, die Forstwirtschaft. Aber natürlich auch die Milchviehwirtschaft, der Ackerbau. Hier im Hochschwarzwald gab es und gibt es eigentlich nur Milchviehwirtschaft, dafür aber eine ganze Menge davon. Da kommen wir gleich mit dem Milchfuhrwerk dann nochmal dazu. Hier kommt jetzt ein Fuhrwerk. Sie sehen, es gibt keinen Kutscher in dem Sinne, sondern der läuft nebenher. Weil, ich weiß nicht, Helgerlin nennt man es dann trotzdem Kutscher, ja, ne? Oder? Heißt es trotzdem Kutscher, auch wenn man nebenher läuft? Heißt trotzdem so. Also auch wenn es keinen Kutschbock in dem Sinne hat, aber solche Fuhrwerke hat es halt eben durchaus gegeben. Und da hat man die Bremse von der Seite bedient, damit, wenn es jetzt bergab geht, das Fuhrwerk nicht den Pferden dann in die Hinterhand rutscht. So, ich gehe mal ein bisschen aus der Schusslinie nach vorne und nach hinten, irgendwo hin auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt eine ganze Ladung drauf in diesem alten Fuhrwerk von Säcken. Die Säcke, das können Säcke sein mit Weizen, das können Saatgut sein, das kann Kunstdünger sein, das kann alles Mögliche sein, was der Bauer hier zum Bahnhof bringt oder vom Bahnhof eben halt holt. Und ja, vielleicht zu dem Fuhrwerk selber noch zwei, drei Worte. Also da ist es so, dass es sich um ein ziemlich altes Fuhrwerk aus der Vorkriegszeit handelt, schon mit Gummireifen, das ja, aber die Konstruktion unten vom Rahmen ist noch eine alte. Wir haben also das holzvolle Fuhrwerk gesehen, das hat den Drehkranz drunter, das ist schon mit Kutschbock, mit der Fußbremse ausgestattet, also das war schon moderner. Hier muss man da daneben laufen. Die ganzen Teile, die da dran sind, die sind alle noch geschmiedet worden von Hand, also da ist jetzt nichts industriell produziert worden. Und unten hat man Lotti drunter, das ist also quasi diese lange Stange und die Deichsel hier vorne hat keinen Drehkranz, sondern das läuft auf diesem Dreieck, auf diesem Balken und dadurch kann ich eben mit der Vorderachse nicht komplett mich seitlich stellen, habe also keinen engen Wendekreis, sondern der Wendekreis ist hier relativ lang. Wenn ich einen Drehkranz habe, dann kann ich da halt fast auf der Stelle quasi wenden. Ja, also das ist ein ganz typisches Bauernfuhrwerk samt Bauern und seiner Familie dabei. In dem Fall haben wir hier den Klaus Simon mit Familie und seinen Pferd und der Herr Kalini erzählt uns dann ein bisschen was zu den zwei Füchsen. Ja. Sie können ja selber in Augenschein nehmen und sehen, dass es sich hier um stramme, stabile Schwarzwälder handelt. Also wir haben ja die Schwarzwälder heute eigentlich gerne im Größenmaß ab Stockmaß 1,48. Das geht aber rauf dann bis bei Hengsten bis 1,58, bei Stuten eher 1,53. Aber wenn sie ein bisschen drüber sind, macht es auch nichts. Also hier haben wir zwei Vertreter des stärkeren Schlages, aber das ist auch notwendig. In der Zucht muss man ja unterschiedliche Typen haben, um die dann wieder zusammenzubringen. Und das ist eigentlich den Schwarzwäldern enorm gut gelungen. Stellen Sie sich mal vor, die haben mit Ardennern, die haben mit Norigern, die haben mit Freibergern, die haben mit unterbadischen Kalbhütern, die haben mit rheinischen Kalbhütern gezüchtet und die waren alle so unterschiedlich. Und die Schwarzwälder Züchter, die haben es tatsächlich fertiggebracht, dass sie eben dann einheitliche Typen, natürlich mit unterschiedlicher Größenanordnung, aber das macht überhaupt nichts. Im Gegenteil, ich habe es ja schon gesagt, das ist ein Vorteil. Auch hier möchte ich erwähnen, das habe ich vorher schon gesagt, schauen Sie mal, dieses schöne Arbeitsgeschirr, das ist kein Arbeitsgeschirr mehr, sondern ein Präsentationsgeschirr. Und irgendeiner hat da ganz kräftig dran geputzt und auf der rechten Seite des Dachsfell, also es ist perfekt, so wie er sich präsentiert. Wunderbar und ich danke dir für das schöne Gesamtbild. Ich habe gerade noch scherzhaft gesagt, mit stabiler Schwarzwelle, ob da der Bauer oder die Rost gemeint sind, er meint, das kann man da diskutieren.
Also. Der wird wahrscheinlich in den Säcken, ich habe es vorher schon gesagt, Geld haben und kein Hafer mehr. So, was haben wir denn jetzt? Ich bin jetzt hier ein bisschen... So, genau. Jetzt verlassen wir dann... Nein, das heißt, das Langholzfuhrwerk kommt ja zum Schluss. Da haben wir dann nochmal Landwirtschaft. Aber jetzt kommt der zweite ganz wichtige Teil der Landwirtschaft, nämlich das Milchfuhrwerk. Während die hier im Zulauf sind, vielleicht schon mal dazu noch was. Also, jeder Bauer hat Milch, aber die Milch selber zu vermarkten und... aus der Milch Milchprodukte herzustellen und dann letzten Endes das Ganze auch an den Markt zu bringen oder an den Mann zu bringen, ist ja für einen Bauern allein ein bisschen schwierig. Da macht es immer Sinn, dass man sich zusammenschließt. Und 1930 hat man die Breisgau-Milch gegründet als Genossenschaft der ganzen Schwarzwälder Milchbauern. Und die Breisgau-Milch gibt es bis heute, allerdings irgendwann in den 2000ern mit einem Marktwechsel hin zur Schwarzwaldmilch, weil natürlich der Markenname im Vertrieb einträglicher ist. Und dann hat sich irgendwann, glaube ich, in den 30er Jahren hat sich dann noch die Ortenauer Milchgenossenschaft haben dann fusioniert zu einer großen Milchgenossenschaft. Und die Milchkannen, die man da drauf sieht, die wurden dann vom Bauern eben zum Bahnhof gebracht und in einen Güterwagen verladen. Und der Güterwagen fuhr natürlich dann nicht mit dem Güterzug, auch wenn es ein Güterwagen ist, mit, sondern der fuhr dann eben mit dem nächsten Personenzug mit, damit das Ganze natürlich möglichst schnell eben halt nach Freiburg kam, weil natürlich die Milch sonst schlecht wird, wenn sie nicht gekühlt wird. Zum Thema Kühlung, wir haben dann beim Rothausfuhrwerk nochmal was. Wobei, weil die gerade am Umspannen sind, kommt das nicht, dafür kommt aber das Langholz, kann ich gleich dazwischen nochmal was erzählen. Also, es fuhr mit dem Personenzug auf dem schnellsten Wege dann letzten Endes nach Freiburg in die Brauerei, in die Molkerei und ging dann von da, wurde es ja weiterverarbeitet und für heute zum Kunden. Und irgendwann kam natürlich auch hier der Strukturwandel in den 50er Jahren und da kamen dann die ersten LKWs und dann wurden die Schwarzwälder Füchse und so ein Fuhrwerk eben halt in der Transportaufgabe der Milch eben auch abkömmlich. Und da sind wir jetzt gerade beim Fuhrwerk. Okay, da sind wir jetzt gerade beim Fuhrwerk und so ein schönes altes Fuhrwerk wie das Milchfuhrwerk muss ja irgendwo erhalten bleiben und erhalten werden. Und wenn man es draußen hinstellt, dann verkommt das binnen ein paar Jahren. Insofern müssen die alle irgendwo untergestellt werden, irgendwo restauriert werden. Und das Fuhrwerk gehört in dem Fall der Zuchtgenossenschaft hier. Und die haben das erhalten und deswegen ist es ab und zu mal auf irgendwelchen Veranstaltungen zu sehen, wie eben jetzt auf der unsrigen mit den passenden Milchkannen dazu von der Breisgau Milch in Freiburg, sodass man so ein Gespann dann nochmal tatsächlich sehen kann. Ja. Insofern erstmal vielen Dank euch beiden. Nein, stopp, war nur die halbe Miete. Vorne hängt ja noch was dran, nämlich zwei wunderschöne Füchse und ein Schiff. Genau. Ich glaube, das Mikro ist noch aus. Ne? Einmal draufdrücken jetzt. Eins, zwei? Genau. Ja. Also, und wer es nicht glaubt, dass es ein Schwarzwälder ist, der möge hier hinschauen, da ist der Brand. Dieser Mann da oben, der ist für die Schimmel verantwortlich, wir haben ja vorher schon einen gesehen, und in der Familie Reichmann, hier die Vergeneration, wird die Schimmelfarbe hochgehalten. Und er hat es tatsächlich fertiggebracht, dass er immer wieder Schimmel in seiner Schwarzwälderherde hat. Und wir hoffen natürlich, dass das weiter so geht, dass wir die Farbe eben über diese Zucht erhalten können. Der Bursche, ein Wallach, 23 Jahre alt, er gehört also zur älteren Generation, topfit ist er noch, ja? Und seine Gespielin, wie alt ist die? 12, also halb so alt, aber doppelt so gut wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich habe ja vorher schon alles gesagt zur Farbzucht. Ich möchte also jetzt noch ein bisschen was sagen zur allgemeinen Zucht. Also wie gesagt, die Schwarzwälder sind eben sehr wichtige Bestandteile gewesen auf den Höfen. Und wenn die Schwarzwälder nicht gewesen wären, das kann man mit Fug und Recht behaupten, dann wäre die Mobilität nicht so gut gewesen. Also begonnen hat man das eigentlich mit dem Pferd und mit einem Ochsenmais. Die Schwarzwälder sind in Vielzahl auf den Höfen erst nachher gekommen, aber das liegt natürlich auch 200 Jahre zurück.
Und dann haben die großen Höfe haben eben ihre Stuten gehabt und die haben dann immer wieder nachgezüchtet. Und in der Zeit, wo man diese Mobilität brauchte, da waren die in der Blüte. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe das mal nachgelesen, ich wollte das nicht glauben. Es gab 30.000 Tiere in Baden-Württemberg. 30.000, ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen im Vergleich zu heute. Ne? Also gut, aber wir sind ja mit diesen 800 Stunden, die wir haben, aber wenn die Wallache noch dazu kommt, dann sind wir über 1000 und dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und das freut uns natürlich alle, dass dieses herrliche Kulturgut, so darf man es nennen, ja, eben Bestand bleibt im Schwarzwald. Und die Schwarzwälder, die wissen, was sie daran haben. Also ich habe immer wieder Gelegenheiten, mit älteren Leuten zu reden, die eben auf die Schwarzwälder angewiesen waren. Und die verehren die natürlich regelrecht und auch mit Recht. Stolz so. Dankeschön, Kutscher. Weiter mit der Schimmel. Er wird ja langsam selber Schimmel. Da kann man auch Schimmel weiterzüchten. Max, hey, hopp. Hopp, Max, Feuer. Hopp, hey, hopp. So, jetzt die leicht geänderte Reihenfolge. Jetzt kommt dann die Königsdisziplin des Langholzfuhrwerk. Moment. Wir lassen mal erst das Langholzfuhrwerk. Vorhin besprochen, die Kollegen haben mit oben eben also das gehört natürlich noch zur Landwirtschaft dazu und ist natürlich eines der wichtigsten Transportmittel des Schwarzwaldes. Die kamen jetzt oben von der Seitenrampe runter. Die Seitenrampe hat ungefähr eine Länge von 60 Metern, ist künstlich angelegt. Das hat einfach den Grund, dass man natürlich früher keine Hydraulik hatte, sondern alles irgendwie von Hand schwer gehen musste. Da man ja auch früher nicht auf den Kopf gefallen war, hat man natürlich die Schwerkraft genutzt. Wenn man natürlich eine Seitenrampe hat, dann kann man das Holz halt hier einfach runterlaufen lassen, der Schwerkraft, die Stämme und losmachen. Und dann kann man letzten Endes von der Rampe dann auf den Eisenbahnwagen, der dann höhengleich an der Rampe steht, draufladen. Was natürlich wesentlich einfacher wäre, wenn Sie jetzt den Ladeboden vom Hinterwagen sehen, wenn man das Holz jetzt hier hinschmeißen würde, dann haben wir so rund 1,20 Meter Differenzen. Wenn Sie da hoch müssten auf das Niveau, dann wissen Sie, dass das mit den Stämmen ganz schön Arbeit ist. Deswegen ist es natürlich keine so schlaue Idee. Deswegen gab es früher an jedem Bahnhof eine Langholzrampe und die war natürlich im Schwarzwald immer besonders lang, weil da hier extrem viel Holz verladen worden ist früher. Und also so viel dazu jetzt. An sich erstmal zum Fuhrwerk. Sie sehen also, der Hinterwagen hat einen Drehschemel. Also das heißt, zwischen diesem oberen Balken hier und dem unteren Teil ist genau hier, sind die Lose. Da ist nur eine Stahlstange drin, die sich das Ganze drehen kann. Ähnlich im Prinzip technisch gleich wie bei den heutigen Langholzfuhrwerken, also Fuhrwerk ist gut, LKWs. Und Sie sehen, auf der anderen Seite läuft jemand mit, einer der Söhne von Christian Ott, der das Ganze hier führt und dem das Fuhrwerk auch gehört. Und an dieser Stange mit dem Gewinde kann man eben hinten den Winkel einstellen, sprich man kann hinten mitlenken. So, wenn Sie heute ein Langholzfuhrwerk haben, wo Sie dann 25 Meter lange Fichten drauf haben, dann kommen sie auch nicht um jede Ecke rum. Die sind auch nachgelenkt, allerdings natürlich aus dem Führerhaus. Sprich, man kann die, wenn sie auf der Landstraße fahren, laufen die gerade, aber wenn sie dann irgendwo eng um die Ecke muss, kann man aus dem Führerhaus auch dann entsprechend mitlenken. Das ging damals schon, war aber natürlich wesentlich aufwendiger. So, wenn Sie jetzt die ganzen Ketten sehen und sehen, wie aufwendig das hier verspannt ist oder hier die eingeschlagenen Krampen sehen, die sind geschmiedet, werden dann hier eingeschlagen, dass das Holz gesichert ist und nicht weg kann, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie lange das dauert, bis das Holz erstmal da drauf ist, bis es gesichert ist, dann am Bahnhof ist, wieder die Ketten weg und bis es dann abgeladen ist, geschweige denn, dass es auf dem Eisenbahnwagen drauf ist. Also haben Sie ungefähr eine Idee, wie lange der Weg war aus dem Wald, bis es mal im Bahnhof und dann auf dem Güterwagen war.
geschnitten, wurde das Holz natürlich oder geschlagen mit einer Axt, hier vorne steckt eine Axt drin. Und dann im Prinzip der Fellkern mit einer Axt und der Fellschnitt wurde dann mit einer Zugsäge gemacht. Ganz dünnes Sägeblatt auf beiden Seiten, auf beiden Enden quasi ein Stück Besenstiel drin, wenn man so will, also relativ dünn. Und dann musste man immer ziehen, jeweils von einer Seite. Man durfte nicht drucken, weil das Ding halt keinen Rücken hat. Sprich, die ist ganz weich und labbelig sozusagen, die geht nur auf Zug. So, und dann hat man so die Bäume gefällt und dann hinten halt einen Keil reingeschlagen, wie heute auch noch, damit man die Fellrichtung kontrollieren kann. Und dann musste man irgendwie natürlich auch mit dem Ross die Fichten dann letzten Endes aus dem Wald erstmal rauszerren an den Weg. Und dann musste man sie da irgendwie aufladen können. Das hat man auch mit Seilen gemacht und dann mit schrägen Stämmen. Das haben wir quasi hier vorne, liegen die gerade an der Seite, weil der Güterwagen nicht da dran steht. Die guten Stämme hier dran gelegt an der Seite, links und rechts. Dann hat man da letzten Endes mit dem Ross mit Seilen dann die Stämme raufgezogen, oben gesichert und dann einen Stamm für anderen Stamm hochgezogen. Also haben Sie ungefähr eine Ahnung, wie viele Stunden das dauert, bis Sie so ein paar Bäume geschlagen haben, an den Weg gerückt haben und dann raus haben. Und das alles wäre nichts gewesen ohne Schwarzwälder Füchse, das hätten Sie vergessen können. Heute im Zeitalter von Hydraulik haben Sie natürlich, wenn das Holz wird ja mit der Maschine aus dem Wald rausgerückt und das Aufladen auf den LKW oder dann das Abladen auf die Eisenbahn, da brauchen Sie auch keine Seitenrampe mehr, das ist völlig egal. Fahren Sie hier mit dem LKW daneben, da haben Sie so einen kompletten LKW, wo, keine Ahnung, nicht drei, sondern dann vielleicht in der Größe, keine Ahnung, vielleicht 20 Stämme drauf liegen, ungefähr 25 Stämme, den haben Sie dann in einer Viertelstunde, 20 Minuten haben Sie den auf die andere Seite geschmissen. Also nur, dass Sie mal ungefähr eine Vorstellung von Bedarf an Arbeitskräften, Gefahren, Verletzungspotenzial, Handarbeit, die körperliche Belastung der Handarbeit, wenn Sie das alles mal sehen, haben Sie dann ungefähr Vorstellung, wie das damals letzten Endes verstanden war. So, jetzt halte ich mich zurück. Jetzt gibt es aber, glaube ich, zu den Füchsen noch was zu sagen. Also wir müssen die Pferde in der Rundfunkwelt absolut zugfest sein. Jetzt hört man mich. Besser. Also, die mussten absolut zugfest sein, Sie haben es ja jetzt gesehen. Und eisenbereift, das heißt ja, dass das Rollvermögen dieses Wagens nicht so ist wie beim Gummibereiften. Und die müssen dann richtig arbeiten und richtig ziehen. Das haben Sie auch gesehen, wo die hier hergefahren sind. Dann ist das Gefährt natürlich entsprechend lang. Und da muss der Kutscher schon auf Zack sein, dass er die eben so steuert und kutschiert, dass der eben auch um jede Ecke und um jeden Winkel kommt. Und das macht der erfahrene Kutscher natürlich ganz toll. Also hier wollte ich noch was zu dem Pferd sagen. Eigentlich ist diese Stute so im idealen Farbmaß, obwohl ein gutes Pferd eigentlich keine Farbe hat, sagt man ja als Sprichwort. Das heißt, man hat keinen Farbanspruch. Jede Farbe kann ein gutes Pferd hervorrufen. Aber wenn die natürlich hellmähnig sind und die sind Dunkelfüchse, so wie hier fast Ratten, dann sind natürlich auch entsprechend Käufer da. Und wenn die es dann noch vererbt und die vererbt, dann hat der Züchter natürlich großes Glück gehabt. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich Ihnen eben auch noch vermitteln wollte. Ich habe mal irgendwann nachgelesen, dass der Verband Namensänderungen für Pferde vorgeschlagen hat, für die Zuchtpferde. Warum? 80%, Sie hören richtig, 80% der Zuchtstuten haben zu irgendeinem Zeitpunkt Fanny geheißen und 20% Lotte. Und nur ein ganz kleiner Teil hieß anders, ja. Heute heißen die Fox Lady oder Jelena Viole. Man muss dann schon Englisch oder was weiß ich können, ja. Das ist ganz schwierig. Und Fanny, Leute, ist leider nicht. Leider muss ich sagen, gehört auch zur Tradition. Das wollte ich noch sagen. Sie haben den Namen mit A. Weil sie beide aus dem Stutenstamm der Heiderose stammen. Ja? Also, wir haben das vor 5 Jahren angefangen, dass wir alle Zuchtstuten analysiert haben und haben dann
erforscht zu Gegenständen, die Stimmen hören. Ja? Es gibt ungefähr 50 Stimmenstände in Schwarzwald mit Schwarzwälder Altbier. Aus diesen Stücken gibt es etwa Ängste und also da ist ein richtig Dankeschön. Ja, eine kurze Ergänzung gerade, weil ich Christian gefragt hatte, weil die haben jetzt ja umgespannt. Dieselben Werke, die vorher vor dem Vorwerk, in der mit der Holzbäume liegen. Das hat jetzt 5 Minuten gedauert. Und jetzt sind die natürlich. Wir haben Kummen an und so weiter, und Christian heute ist mal versiert, erfahren und so weiter, und wir müssen aber bis die Pferde morgen geputzt sind, bis Kummen dran ist und so weiter, also ich glaube, für eine Stunde ungefähr, kann man sagen, braucht man ungefähr. Und wenn man das mal so neben einfach nochmal dieses Thema, dieses Traktionswechsel oder dieses Kulturwein ist. Wenn jetzt der Kohlehändler oder hier derjenige, der das Holz gefahren hat, aber einmal einen Hecker belehrt hat, den setzen sich rein, ich muss kurz vor, lassen sich an, wo es vor dem Land war, wir haben jetzt nochmal mehr Leistung, als die zwei Pferde, die nicht mal losgelöst davon, aber es ging ihnen mal wesentlich schneller. Allein einfach um zu zeigen, abends kann man die Pferde aber nicht einfach ausreiten, die Pferde davor stehen, sondern die muss man auch wieder aus der Störung kommen, runternehmen und so weiter, müssen auch nochmal sauber gemacht werden. Dann im Stall drin stehen, gefüttert werden und so weiter. Also ihr seht, wie viel mehr Arbeit das macht, das alles innerlich dann im Urlaub und dann im LKW dann kommt. Also es ist auch so, dass die Antworten, die wir haben mit einem Spann, wie viele Mediziner sind. Also ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, ein Pferd macht in der Stunde etwa 7 Kilometer im Stück. Plus minus, ja. Das können Sie ja selber ausrechnen, wenn Sie dann irgendwo unterwegs sind, ich habe 20 oder 30 Kilometer, wie lange sie dann brauchen, bis sie noch auf der Stelle sind. Und wenn es dann bergauf und bergab geht, dann dauert es ja noch länger. Bis sie am Arbeitsplatz sind, haben die ja schon eigentlich alles getan, ja, für die Leute, die fahren. Und das war natürlich früher eine unheimliche Schwierigkeit, und da hat es kein Feierabend gegeben nach 8 Stunden oder nach 10 Stunden, sondern die Haushalten sind dann. Morgen ist wieder aufgestanden, haben die Pferde geführt und sind um 6 Uhr auf dem Stall und sind dann abends um 10 Uhr heimgekommen, so ungefähr. Ne? Wie auch immer. Also in jedem Fall ist das eine sehr zeitintensive Sache und da musste man in Rechnung fahren. Man hat seine Arbeit nicht gemacht. Dankeschön, Christian. Ein steiler Applaus. Da vielleicht eine Ergänzung zur heutigen Verwendung der Rassen. Ein bisschen was haben wir ja schon gehört. Nee? Jetzt? Ja. Also, er ist nicht nur Vorsitzender der Pferdezuchtgenossenschaft, er ist Kaltblut-Vorsitzender im Pferdezuchtverband Baden-Württemberg. Mehr drüber an der Stelle, ja. Er macht nichts, aber er ist eine gute Seele, weil er mit seiner Mannschaft eben diese Zucht vorantreibt, weil er nimmer müde hinterher ist, dass diese Rasse erhalten bleibt. Und er ist Gott sei Dank in seinem Werk zu Hause, weil die Schwarzwälder Füchse, schreibt man ja in der Entstehung eigentlich St. Mergen zu. Die heißen ja auch St. Mergener Füchse im Volksmund. Und er hat ein wunderschönes Gespann, ist dir übrigens aufgefallen, dass sie exzellent gefahren sind. Da kommt und trabt hier an, pariert durch, zack, rum und stehen. Und so soll es eigentlich sein, wenn die gut gefahren sind. Das hat er, ohne dass er es gewollt hat, hat er wunderbar demonstriert, wie die Schwarzwälder doch gehorsame Kutschpferde sein können. Und es ist ja vielfältig gesagt worden, die sind an der Kutsche, die sind in der Freizeitreiterei, die sind natürlich da, wo es immer noch steuerliche Arbeit gibt, immer noch vorhanden, aber das ist sicherlich nicht mehr der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt ist die Freizeit. Und da haben wir auch eben, wie soll man sagen, gute Absatzmöglichkeiten, da gibt es jede Menge Interessen. Helmut, Dankeschön.
Bis morgen. Ja? So, und dann haben wir die beiden Reiter noch. Beide heißen Simon, einer hinten und einer vorne. Stimmt's? Ja, genau, Marina Simon, der Simon, der Simon Löffler. Genau. Marina Simon und der Simon Löffler. Ja? Darf man nicht verwechseln, aber sicher so wie es ist. Ja? Also, und ich finde es toll, dass sie eben demonstrieren, wie man mit diesen Pferden als Reitpferd umgehen können. Macht es ein wunderbares Bild, diese beiden Pferde. Und es gibt viele Menschen mittlerweile, die Freude haben an der Reiterei mit den Reitbrüdern. Und ich werde nimmer müde, das zu erleben, dass es auch Reitbrüder gibt, die im Turniersport gehen. Es gibt Pferde, die bis zur Klasse L in der Dressur ausgebildet sind und auch dort gegen Warmblutpferde Erfolge haben. Melderherz, was willst du mehr, kann ich nur sagen zum Abschluss. Das ist doch wunderbar. Also, Dankeschön für eure Vorstellung, dass die Charakter nicht einwandfrei sind. Das könnt ihr ja sehen. Die kommen auch da im Zack. So muss sein. Ich danke euch allen. Es war ein wunderschöner Tag für mich. Und ich komme morgen wieder gerne. Sehr schön. Also auch von meiner Seite insbesondere an die ganzen Bestandführer, an die Reiter und an alle, die hier mithelfen. Endlich kommt der Mann, der das Bier bringt. Durcheinander, aber eines der wichtigsten Ladungsgüter hier im Hochschwarzwald überhaupt ist natürlich das Tannenzäpfle. Die Badische Staatsbrauerei Rothausen hat von hier nur 4 Kilometer durch den Wald, aber die haben hier in Seebrunn ihr Bier verladen seit 1926. Als es hier die Eisenbahn noch nicht gab, hat man das Bier in Bonndorf verladen, weil da natürlich dann der nächstgelegene Bahnhof war. Das war aber dann ein Stückel weiter von Rothausen aus. Und als wir hier damals angefangen haben, hier war, wie gesagt, alles zugebuchert. Es sah wirklich aus wie Kraut und Rüben. Und da, wo jetzt das Paddock steht mit der Stute und dem Fohlen, war ein Wald mit ungefähr der Höhe von knapp an die Holzmaste hier ran. Ne? Und das Einzige, was hier in dem Bahnhof noch stand, außer den Gleisen, die noch lagen, wie gesagt, die völlig zugebuchert waren, waren die zwei Rothauswagen. Der und der andere, der hinten steht, der normalerweise auch bei uns im Museumszug mit ist. Und ja, es ist so, dass eben die Brauerei hat hier verladen, die hatten aber schon in den 30er Jahren LKW, also das war ein großes Unternehmen, denen ging es wirtschaftlich entsprechend gut und die konnten sich schon früh einen LKW leisten, was bei vielen eben nicht der Fall war. Und deswegen ist es eben so, dass das jetzt hier quasi die Zeit deutlich vorher darstellt. Und da hat man eben halt das Bier zum Bahnhof gebracht, dann ist es verladen worden in dem Bierkühlwagen. Und jetzt die Frage an Sie, damit das Bier nicht umkippt, wie wurde es gekühlt früher? Irgendjemand eine Idee? Ja, genau, mit Eis. Aber keine Eiswürfel aus dem Tiefkühlschrank, da bräuchte man ein bisschen viele, aus dem Schmelzen die schnell weg, sondern man hatte Eisstangen. Und diese Eisstangen waren ungefähr so lang, also so ungefähr einen Meter lang, 30 mal 30 Zentimeter im Querschnitt. Und hinter der Brauerei gab es einen Eisweiher. Und in diesem Eisweiher ist man quasi hingegangen und hat das Eis, also dann Zulauf gehabt, einen künstlichen, den man damit absperren konnte. Da hat man gewartet, bis es durchgefroren ist, bis in die entsprechende Tiefe. Da hat man mit der Säge die Eisstangen in die entsprechende Größe gesägt, dann an Haken rausgezogen, auf den Schlitten in den Eiskeller gebracht. Und das ganze Spiel hat man dann so oft wiederholt, bis quasi dieser Eiskeller wirklich bis an die Tür hin, bis an die Decke komplett voll mit Eisstangen war. Und da war es dann aber so, dass letzten Endes dann Frühling war. Im Winter brauchte man natürlich die Bierfässer nicht kühlen. Oder als man im Frühling angefangen hat zu kühlen, indem man dann immer oben drauf die Eisstangen gelegt hat. Der Wagen ist mit Zinkblech ausgeschlagen. Nachher verladen wir nochmal die Fässer und dann können Sie das auch sehen. Und dann das Schmelzwasser ging unten durch 2-3 Abflüsse raus aufs Gleis.
und da hat man so das Bier entsprechend kalt halten können und der Bierkühlwagen ist natürlich mit dem nächstbesten Zug, Güterzug oder Personenzug, je nachdem was es war, gefahren, um dann eben entsprechend schnellstmöglich sein Ziel zu erreichen. Bis dahin hat es mit der Kühlung mit den Eisstangen problemlos gehalten. Weil Kühltechnik, Kühlanlage, Stromaggregat, keine Ahnung, gab es da damals. Ja, so viel von meiner Seite. In dem Fall einspännig. Herr Eckerlin, zu dem gibt es noch was pferdeseitig zu sagen im Moment? Oder? Zu sagen gibt es nur, dass es nicht authentisch ist, weil sie das Bier vergessen haben. Was habe ich vergessen? Das Bier. Die Kutscher haben das Bier vergessen. Ja, das stimmt nicht ganz. Also die Flaschen, die hier drin sind, die waren heute Morgen voll. Die haben sie leer getrunken. Ja, genau. Die Jungs waren schon fleißig. Deswegen sitzen die auch alle und laufen nicht. Ne? Weil laufen ging schon nicht mehr. Aber das Pferd weiß ja, wo es hingeht. Insofern. Also gut, dann danken wir und wir können ihn entlassen. Wir haben eigentlich zu den Pferden vieles, fast alles gesagt. Ja. Und ja, kommt ja noch einmal. Hat euch beiden erstmal herzlichen Dank und jetzt kommt nochmal. Isabel, komm.